Frau Wacker ist da und fragt, ob sie Eier haben kann. Die hat aber auch einen Verbrauch in ihrer Kneipe. Wie viel haben wir denn? Ich schau mal nach. Ich glaube 20. Bleib sitzen, ich mach das schon. Dann kann sie 11 können sie haben. 11 können sie haben. Die soll gleich bezahlen, nicht wieder mit dem Bierdeckel. 11 sind wunderbar. Danke. Bitte. Frau Spiegel. Nee, das ist Frau Krone aus Dortmund. So, das mit der Rechnung machen wir dann das nächste Mal. Ja, habe ich mich voll geirrt. Wiedersehen. Anni, wir wissen, dass du ein begeistertes BDM-Mädel bist. Dein Vater ist ja sogar in der Partei. Ja, schon seit 1930. Weil sie Deutschland nach vorne gebracht hat und weil sie gut für die Bauern ist. Ja, und? Trotzdem sind wir katholisch. Und du auch. Wer sagt jemand das Gegenteil? Ja, der Bischof von Münster ist uns näher als Adolf Hitler. Papa. Es ist wegen mir. Ihre Eltern haben mich und Karin aufgenommen, weil wir unter die Judengesetze fallen. Ich bin Jüdin und heiße Spiegel. Da hat die Wirtin recht, wir kennen uns aus Aalen. Die sind der Untergang unseres Landes und ihr habt sie hier im Haus? Die sollten in ein Lager im Osten gebracht werden. Da müssen andere auch hin. Wer weiß denn du, was da passiert? Da können wir nicht mitmachen. Ihr seid Lügner. Ihr seid Lügner und Verräter. Ich hol dir gleich eine, Mensch. Am schlimmsten bist du. Ich hasse dich. Wir werden fortgehen. Sobald es dunkel wird. Das will ich sehen. Hier geht niemand. Weder bei Tag noch bei Nacht. Und die Frau Wacker? Ach was.